Der Anschlag ist für uns schon so normal. Wenn man uns zuschaut, könnte man glauben, es ist an jedem egal, dass wir wissen, nächsten Monat sind wieder ein paar dran. Dass keiner wirklich was dagegen machen kann, dass wenn du morgen am Nachmittag im Shoppingcenter bist, dann abrufen, was er zahlt und 50 Leute schießt und in der Früh in der U-Bahn kann genau dasselbe sein, aber du steigst einfach jeden Tag trotzdem ein und ich glaub schon fast das Gescheitste, weil ich sperr mich einfach ein und verkriech mich in mein Zimmer. So kommt nur mir das so vor, oder wird wirklich alles immer schlimm? Und der Gedanke, wer uns bald regieren wird, lasst mir echt keine Ruhe, aber er gehört schon langsam zum Lebensgefühl dazu. Ja, um das zu verstehen, da braucht's nicht viel Verstand. Ja, jeder weiß, da passiert grad was in unserem Land. Ja, du brauchst dir ja nur umschauen, was die Leute auf Facebook schreiben. Von der Schießen bis Vergasen ist da alles dabei. Leute, die sich Flüchtlingsheime anzünden und Unis stimmen dran. Laufen frei umeinander und rundherum steht ein Zaun. Und ich glaub schon fast das Gescheitste, weil ich sperr mich einfach ein und verkriech mich in meinem Zimmer. So kommt nur mir das so vor, oder wird wirklich alles immer schlimmer? Und ich frag mich, wie soll das weitergehen? Und ich frag mich, wo geht das noch hin? Und ich frag mich, ob die anderen das genauso sehen, oder ob ich der Einzige bin. Sag, war das nicht alles schon besser? Kann das sein, dass das immer schon so war? Da kommt mir das auch nur so vor. Und vor lauter Möglichkeiten weiß keiner mehr wohin. Wenn du alles machen kannst, hat nichts mehr an Sinn. Und trotzdem hat man Eindruck, dass er jeder an dir zerrt. Wenn du nicht knapp vom Burnout bist, bist du eh nichts mehr wert. Und noch ist keiner glauben, aber alle haben's kapiert, dass das mit der Liebe überhaupt nicht funktioniert. Die Leute sind entweder unzufrieden oder depressiv. Also irgendwas läuft da gerade gewaltig schief. Und ich glaub schon fast das Gescheitste war, ich sperr mich einfach ein und verkriech mich in mein Zimmer. So kommt nur mir das so vor, oder wird wirklich alles immer schlimmer? So kommt nur mir das so vor, oder wird wirklich alles immer schlimmer?